Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren aufregenden Abenteuer auf dem Creeper Games Server. Ich bin Golden Hand und habe heute wieder jede Menge Spannung, Action und vielleicht sogar ein paar Überraschungen für euch vorbereitet. Aber bevor wir in die actiongeladene Welt von Creeper Games eintauchen, vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, diesen Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, um keine unserer aufregenden Folgen zu verpassen. Danke, ChatGPT. An dieser Stelle Glückwunsch an Renex7370, du hast die letzte Verlosung gewonnen. Schreib gerne mal in die Kommentare deinen Ingame-Namen. Und im heutigen Video, Trommelwirbel, verlosen wir ein Huhn-Ei. Dafür einfach Like und Kommentar. Easy, easy, easy. Yes, ladies and gentlemen, we are going to the 1.8 version today. My English is a very good English, I think. Es wird verkauft, Leute. Und zwar dieser Persepolis UHD-Korb. Wer den nicht kennt, den gibt's schon sehr, sehr lange auf der Creeper Games 1.8. Ist ein sehr seltenes Item, ist, glaube ich, 3- oder 4-malig. Und hat irgendwann 2019 mal den Weg in meine EC gefunden. Vielleicht finde ich sogar noch das Video. Ein Item gesucht, Leute. Die Rede ist vom Persepolis-Kopf, Leute. Und ja, diesen Kopf trage ich jetzt mit Stolz in meiner Ender-Chest, Leute. Auf jeden Fall brauche ich Geld, um mir eine schöne Investition auf der 1.20 zu tätigen. Ja, Leute, und deswegen habe ich mich einfach entschieden, muss der Kopf jetzt mal weg. Ich habe den schon mal angeboten gehabt, da waren die Gebote allerdings nicht so nett. Derzeit steht er jetzt schon bei 65 Millionen im Forum. Wenn ihr auch mitbieten wollt, also es ist wirklich ein ultra seltenes Item an die 1.8er, die kennt den 100%, gibt es, wie gesagt, nur eine ganz enge, begrenzte Anzahl von und der lag halt jahrelang in meiner EC und auf der 1.8 bringt er mir aber einfach nicht mehr so viel. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, geben wir das Ding doch jemandem, der Spaß damit hat. Wenn ihr da mitbieten wollt, ich hau euch den Forumbeitrag auf jeden Fall unten in einen angepinnten Kommentar und da gucken wir mal, was dabei rausspringt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was will der Junge sich denn kaufen, was so teuer sein soll, damit man so ein Item verkaufen muss. Ja, wie soll ich sagen, ich habe schon immer einen Wunsch auf der Cloud und das ist die Bambusleitung. Und die kostet nun mal sehr, sehr viel Geld und irgendwie habe ich nie so dran gedacht, dass es wirklich irgendwie mal was werden könnte. Aber wir interessieren uns derzeit noch für einen zweiten Amethystenkaiser von meinem Event. Und weil wir dafür ein bisschen 1.8 Money auch brauchen und ich sonst nichts habe, was ich da verkaufen möchte beziehungsweise verkaufen kann und es irgendwie dazu gekommen ist, dass ich jetzt den Persepolis anbiete, hat sich halt die Chance ergeben, diese Bambusleitung vielleicht gleich noch mitzuerwerben. Also wenn ihr eine Bambusleitung auf der 1.20 haben solltet und sagt, ich würde die an Goldie abgeben, dann meldet euch auf jeden Fall bei mir, würde mich riesig freuen. Ich habe mir übrigens auch ein kleines anderes Item, was gar nicht viel wert ist, geholt, was ich aber einfach richtig cool fand, und zwar diese erfrischende Melonenscheibe. Keine Ahnung warum, ich fand die verzaubert irgendwie richtig cool. Ich glaube, die gab es auf der 1.8 auch als einmaliges. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall fand ich die richtig, richtig cool und ja, Leute, der Bogger hat einen Kebab gebaut. Also wir brauchen nicht drüber reden, dass das Roberto Roleplay einfach mega nice ist und dass halt bei mir leider gerade nichts wird. Daywalker macht da genau das andere. Ich sag in dem Video, ich eröffne eine Pizzeria, die ist immer noch nicht eingerichtet und nix. Und was macht Daywalker? Er zimmert einen fertigen fucking Dönerladen hin. Mit irgendwie Musik, mit Dart, Spiel, Mühle, Schach und Monopoly. Hier kannst du Döner für 3,50 fressen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Also wirklich, Daywalker, da auch nochmal von mir ein offizielles Sorry, es ist gerade zeitlich einfach für mich eng. Goldie hat wieder mal Prüfungsphase. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, Huhn. Huhn. Huhn.